Die Entwickler von Undisputed versprechen vor allem eins: ein innovatives und authentisches Boxing-Gameplay, in dem jeder Spieler seinen eigenen Stil finden und diesen dann auch nach Belieben verfeinern und ausbauen kann. Mit über 60 verschiedenen Schlägen, einer dynamisch und leichtfüßigen Beinarbeit sowie unzähligen Möglichkeiten, den Attacken des Gegners durch die Deckung, Ducken und Pendeln auszuweichen, kommt dieses Versprechen nicht von ungefähr. It just feels really good. Like it's just a thing that you want to do. You feel like you're moving around the ring and it immediately gets you in that mindset of like, yeah, I'm a fighter, right? But as a hardcore fan, your ability to position yourself and put yourself exactly where you need to be able to land a punch or just out of range to not be hit by a punch. It's one of the biggest skills in our game and it's one of the biggest skills in boxing that you need. And it really allows that sort of, mind games to happen around when a fighter is going to engage and when they're not going to engage. And makes it really fun. I think it's the most obvious awesome thing that is in the game. Entsprechend gut fühlt sich das Ergebnis im Ring an. Gesetzte Treffer geben ein wuchtiges Feedback, steckt man zu viel ein und ist kurz davor zu Boden zu gehen, überträgt sich dieser leichte panikartige Zustand direkt vom Bildschirm in den eigenen Kopf. Getoppt wird das Ganze durch das berauschende Gefühl eines Adrenalinschubs, wenn man den Gegner entweder an- bzw. in letzter Konsequenz endlich umnockt. Am intensivsten erlebt man all das im Karrieremodus, wenn man seinen eigenen Kämpfer mit einer Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten optisch und skilltechnisch nach seinem eigenen Gusto kreiert. Von da an geht es auf einem von vier Schwierigkeitsgraden von den Niederungen der einzelnen Weltranglisten bis an die Spitze. Von kleineren schäbigen Gyms mit Boxring bis in ausverkaufte Arenen. Mithilfe eines kleinen Teams bestehend aus Trainer, Cutman, der Physio und Arzt in einem darstellt, und einem Manager sucht man sich seinen nächsten Gegner aus, verhandelt etwaige Konditionen wie beispielsweise Gewinnbeteiligung, verpflichtende Medienaktivitäten für mehr Aufmerksamkeit und ob es einen Rückkampf geben soll. Danach geht es zunächst ins Trainingscamp und dann in den Ring. Und dann war's das auch schon. Durchbrochen wird das Ganze maximal durch eventuelle Verletzungen, die je nach Schwere einen Malus auf bestimmte Attribute für den Kampf mit sich bringen oder gelegentlichen Vertragsverhandlungen mit seinem Personal. So etwas wie eine wirkliche Story gibt es nicht. Der Kreislauf von Gegner und Kampfkonditionen bestimmen, Trainingscamp absolvieren und letztendlich im Ring die Fäuste fliegen lassen, bleibt immer der gleiche. Auch bei den anderen diversen Spielmodi wie beispielsweise dem freien Kampf oder online, wo man sich mit anderen Spielern weltweit messen kann, gibt es nicht allzu viel Verschiedenes zu entdecken. Es steht immer das Erlebnis im Ring im Vordergrund. Und das ist auch gut so. Gerade im Karrieremodus macht einen die Gier nach dem nächsten erfolgreichen Knockout geradezu süchtig. Man will sich gar nicht mit allzu viel Schnickschnack drumherum aufhalten. Das lässt einen auch über kleinere technische Unzulänglichkeiten wie ab und an mal ein Ruckler oder eine ungünstige Kameraführung hinwegsehen. Undisputed liefert also genau das, was es versprochen hat. Ein innovatives und authentisches Boxing-Gameplay, in dem jeder Spieler seinen eigenen Stil finden und diesen dann auch nach Belieben verfeinern und ausbauen kann. Ein Konzept, das nicht nur absolute Boxfans begeistern sollte.